Eigentlich braucht es für diesen Move keine Erklärung. Ich gebe mein Bestes. Schieb deinen Fuß flach auf den Boden zurück. Und dann wechselst du und kommst mit dem anderen Fuß auf deinen Zeh. Und dann schiebst du wieder zurück. Wenn du das beherrschst, siehst du aus wie ein Pro. This is the way that it ends.